Klassenrat und fange mit der positiven Runde an. Was hat euch vom letzten Klassenrat bis zu diesem Klassenrat gut gefallen? Eine Minute Bedenkzeit. Ich finde gut, dass Basti im Stuhlkreis jetzt nicht mehr irgendwie Spielsachen oder rumfummelt mit den Händen. Katharina. Ich fand gut, dass wir diese Woche so viel Klassenrat hatten. Frederike. Nee. Annabelle. Ich finde gut, dass Elke da ist. Melanie. Frau Friedrich. Ich finde gut, dass ihr mich eingeladen habt, mitzufahren auf eure Klassenfahrt. Jamie. Ich finde das gut, dass ich jetzt im Westermann so weit bin. Sonja. Ich finde das gut, dass wir auf Klassenfahrt fahren und dass wir so schön draußen Völkerball spielen können. Lina. Ich finde gut, dass ich mit Angela, Manuel und Frederike so gut über die Wölfe forsten kann. Angela. Ich finde gut, dass wir mit Frau Oskar die Blumen gemacht haben. Manuel. Das gleiche wie Angela. Werling. Elke. Ich finde gut, dass ich die Aufsätze mit Nicole, Melanie, Lena und Sergej schreiben konnte. Nicole. Nix. Michael. Das gleiche wie Angela. Marcel. Ich finde gut, dasselbe wie Angela. Und dann noch, dass wir auf Klassenfahrt fahren und das war's. Ich finde gut, dass ich mit Michael so gut arbeiten kann. Olga. Das gleiche wie Sonja. Warte. Das gleiche wie Angela und Jan. Ich finde gut, dass mit Frau Osmar mit den Blumen zum Muttertag. Basti. Ich finde das gleiche gut wie Sonja. Ich finde das gleiche gut wie Christoph. Martin. Ich finde gut, dass ich jetzt über die Kernspaltung forsche. Frau Kleinert. Ich fand es in dieser Woche sehr schön, als wir am Montag hier ein großes Problem hatten, das große Sitzproblem, und ich schon das Gefühl hatte, das schaffen wir nie, ich wollte schon aufhören, dass dann Katharina diesen tollen Vorschlag gemacht hat, einfach Nicole wieder an die Mädchengruppe zu setzen, und damit haben sich dann alle anderen Probleme gelöst. Das hat mich sehr gefreut. Zweite Runde mit Melden. Ja, ich finde gut, dass ich jetzt da hinten an der Tischgruppe sitze, bei Jan und Michael. Frau Kleinert. Ich fand es ganz prima, als wir Textil hatten, habe ich eine ganze Weile mit Martin allein gearbeitet und fand das schön, dass wir uns so gut da hinten in der Leseecke unterhalten konnten. Jenny, lies bitte vor, was wir beim letzten Klassenrat beschlossen haben. Martin und Marcel wollen versuchen, heute in der Kunststunde nicht auf Basti zu reagieren. Hat das geklappt? Ja. Ja. Es hat geklappt, wir haben nämlich gar nicht mehr aufeinander geachtet. Ja. Frau Kleinert. Ich wollte, weil ich ja nicht dabei war, René noch einmal fragen oder auch die ganze Tischgruppe. Hat es von ganz alleine geklappt oder musstest du helfen, René? Christoph? Es hat von ganz alleine geklappt. Schön. Prima. Marcel möchte noch was sagen? Ja, der René hat nicht erinnert, sondern nur heute Morgen Ola. Ja. Es haben sich Kinder noch eingetragen. Bartek, nenn dein Problem. Sandra. Sandra. Ich fand auch nicht gut, dass es beim A2, als wir den geschrieben haben, so laut war. Reinhard. Ich möchte gerne mit euch besprechen, wie wir es ab nächster Woche machen, wenn Elke nicht mehr da ist, dass das mit dem BAP besser klappt. Das heißt, dass ich mich immer noch wieder fragen muss, wer hat es erledigt, wer hat es nicht erledigt, wer hat es abgegeben. Ob wir da eine Lösung finden.